Komm, hock die nieder. Charlie, hock die nieder. Und jetzt? Stunt, okay. It's his daughter's bat mitzvah, and if you can impress the horde of shrieking tween guests watching on a relay by showing very little regard for your own life or anyone else's in the city, he'll give us a location of what we need. Oh my god. I hate it. Aber als kleine Stunt-Hure mache ich natürlich alles. Werde ich ins Wasser stürzen? Ja, ich mache das nicht so, sondern ich mache das so. Ups. Ich muss übers Festland und dann alles auf dem Kopf. Und dann geht es irgendwann auch. So ist es am einfachsten. Für mich zumindest. Aber dieses Flugzeug, ich bin es nicht gewohnt. Komme da mit der Steuerung nicht zurecht. Andere Möglichkeit wäre, dass ich unter den Brücken mit dem Heli durchfliege. Aber so sollte das auch gehen. Zu hoch, ich bin zu hoch. Ist da mal hinter dem Gebirge da wieder hervorkommen?
Die Hälfte habe ich. Ja, irgendwie gewöhnt man sich daran, da alles um den Kopf. Kann ja auch einen Kopfstand machen beim Schauen vom Stream, dann ist wieder alles normal. Gleich habe ich es geschafft. So, wo ist es denn jetzt? Und das wieder am Strand hinten. Am Procopio Beach, glaube ich, ist das. Also nächster Anlauf. Ist das, was ich meine? Ich bin das Scheißding nicht gewohnt. Bremsen hat das Ding ganz schlechte.
macht er mich jetzt fertig? Warum habe ich das nicht gesehen beim ersten Mal vorbeigehen? Ich glaube, hier kommen jetzt nicht mal Gegner, die einem angreifen, weil man mit dem Flugzeug schon bestraft genug ist, ja. Fliegt sich wirklich so dermaßen scheiße, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es hat jetzt schon fast gekonnt ausgesehen, diese Landung. Komme ich jetzt da unbeschadet zu meinem Hangar? Mann, oh Mann, oh Mann. Was für eine Scheißmission. Aber ich habe es geschafft.